Herr Steib, wir sehen hier eine Tablet-Bedienung, mit der eine drahtlose Bedienung der Kineo-Schweißstromquellen möglich ist. Wie genau funktioniert das? Ja, das ist ganz einfacher Stand der Technik. Das ist einfach eine WLAN-Verbindung. Sprich, es ist möglich, auf zwei Arten zu realisieren. Einmal kann man eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung herstellen mit einem Access-Point zum Beispiel an der Stromquelle über die Ethernet-Schnittstelle, die sowieso schon da ist. Zum anderen könnte man aber auch ein Netzwerk aufbauen und dann einen WLAN-Router anbringen und hat dann die Möglichkeit, mit dem Tablet hier auf alle Stromquellen zuzugreifen und die zu bedienen. Und welche Chancen bietet diese drahtlose Bedienung für die Produktion im Allgemeinen? Ja, mit der drahtlosen Bedienung kann ich mir zwei Dinge vorstellen. Zum einen, wenn Sie eine manuelle Schweißfertigung haben, wo nach Anweisung gearbeitet werden muss, nach einer WPS. Die Schweißer haben einfach nur Jobs aufzurufen und der Meister oder die Schweißaufsicht kann mit dem Tablet zu den einzelnen Schweißplätzen gehen, kann schauen, ist alles in Ordnung, kann noch was nachjustieren. Das ist die Chance im Bereich des manuellen Schweißens. Dann natürlich der Hauptpunkt, ist die Automatisierung. Da kann man sich vorstellen, dass mehrere Stromquellen vernetzt sind, dass eben gar keine Bedienfelder mehr an den Stromquellen sind, sondern alles über den Tablet realisiert werden kann, was auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung Industrie 4.0 ist, wobei wir gerne unterstützen wollen mit dieser neuen Tablet-Bedienung. Wirklich sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Steib.